Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Broke Heaven Story. Und ja, ich spiele die Mutter von Vanessa und meine Schwester spielt Vanessa. Okay, und los geht's. Vanessa, kommst du mal bitte runter? Ja, Mama, ich muss dir Es gibt jetzt Essen. Was ist denn? Aber bitte setz dich erstmal an den Tisch. Warte, ich mach Essen. So, Kind, ess erst mal dein Essen und danach kannst du mir das erzählen, was du mir erzählen wolltest. So, lecker Pizza. Niam, niam, niam. Und ich esse noch meinen Burger. So, ich habe auch aufgegessen. So, was wolltest du mir denn erzählen? Ich war im Krankenhaus und sie haben gesagt, ich werde schwanger. Was? Und von wem? Ich habe ein Baby. Ein Junge. Und wo ist der Mann? Ist der etwa weggezogen? Nein. Okay. Er muss zur Arbeit. Okay, dann ist gut. Sich ändert nichts. Aber darf ich ihn noch mal kennenlernen? Ich habe ihn noch gar nicht kennengelernt. Ja, Scheiße. So, schaue ich mir erst mal Fernsehen hier an. Hä, warum geht denn der Fernseher nicht an? Kind, kannst du mir mal danach den Fernseher machen? Ich gehe schon mal nach oben. Oh, ich habe noch ein Stück von meinem Brot. Lecker. Auf jeden Fall gehe ich erstmal hier ins Badezimmer. Erstmal auf Klo gehen. So. Oh. So, und danach kann ich mich dann gleich umziehen. Okay. Jetzt nur noch Hände waschen. Haare kämmen. So, fertig. Und jetzt werde ich mir was anderes anziehen. So, jetzt bin ich angezogen. Auf jeden Fall setze ich mich erstmal hier hin und lade meine YouTube-Videos hoch. So, und jetzt sage ich Ihnen mal Hi, Leute. Hi, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr wisst, hier ist die Mutter von Vanessa. Und ja. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Guckt sie doch alle noch mal an. Denn heute kommt mal keins, denn ich muss mich um meine kleine Vanessa kümmern. Und ja, deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß und bis dahin, ciao. So, jetzt bin ich fertig. So. Guck dir an. Okay, mal schauen, was ist denn? Du bist ja viel größer. Größer als ich, du hast mich ja schon überholt. Und warum hast du Flügel? Nicht. Schwester, wir müssen heute zum Friseur und die Flügel müssen dir abgeschnitten werden. Nein, aber ich kann noch Flügel. Kind, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Na gut, die Flügel bleiben dran, aber die Haare werden gefärbt. Und jetzt mach die Tür auf. Mach die Tür auf, Kind, bitte. Mach die Tür jetzt auf. Schneller, bitte. Warum braucht mein Kind immer so lange? Jetzt mach die Tür auf. Los, ich will unser Auto holen und dann geht's los. Oder du kriegst Hausarrest, öffne jetzt die Tür oder du kriegst uns Ärger. Los, mach jetzt. Jetzt komm. Mama, ich hab die Kamera an. Na und? Jetzt mach das Tor auf. Nein. Mama, jetzt mach die Tür auf. Los, steig in mein Auto ein. Mach das Tor auf. Jetzt komm raus. Jetzt bist du endlich eingestiegen und du bist ja schon fast zu groß für das Auto. Ich muss bald ein neues Auto kaufen. Also es geht doch so nicht weiter. So, und jetzt fahren wir zum Friseur. Los geht's. Hey, wie hast du mich gekriegt? Tja, Pech gehabt. Und jetzt bleibst du drinnen sitzen. So, wir fahren zum Friseur. Weißt du denn schon, welche Farbe du aussuchst für deine Haare? Nee, nur eigentlich deine. Nein, nein, nein. Du willst meine Haarfarbe? Nein, ich will keine.
Ja, Pech gehabt. Jetzt werden deine Haare gefärbt. Wenn ich Nein! meine. Du kennst die Regel. Wenn ich meine Haare färbe, färbst du auch deine Haare. Hast du mich verstanden? Oder du kriegst Hausarrest. Also, welche Farbe willst du? So, fahren wir hier hinten hin und jetzt steig aus. Steig aus! Los! Warte kurz. Ich gehe schon mal rein. Mal, welche Haarfarbe nehme ich denn? Ich wollte schon immer mal blaue Haare haben. Oh nein, die sind ja viel zu schlimm. Nein, weg damit. Schwarz nehme ich nicht. Auf jeden Fall. Ich nehme braun. Braun. Jetzt nehme ich braun. So, braun ist doch eine schöne Farbe. Ich wollte schon immer mal braun haben. Ja. Das ist genau so rot. So. Und jetzt das wasche ich hier meine Haare. Das ist gut. Vielleicht sollte ich ja auch mal arbeiten. Naja. Das überlege ich. Sollte ich mir später überlegen. So, mache ich mir noch die Nägel fertig. Und jetzt bin ich fertig. So, meine Tochter dürfte jetzt doch noch nach Hause fahren. Ja, ich habe es ihr erlaubt. Aber nur dieses Mal. Beim nächsten Mal muss sie ihre Haare färben. Da am Bahnhof wieder. Steig ein. Bist du eingestiegen? Bist du? Vanessa! Vanessa! Ey, steigen Sie sofort aus! Steigen Sie aus sofort! Danke! Steigen Sie aus, gehen Sie runter vom Auto! Sofort oder ich rufe die Polizei! Schön! So, ich fahre erstmal nach Hause. Vanessa, oder sie sind krank aus. Naja, ich frage nachher einfach mal nach. Vielleicht aus, weil sie sagt, dass sie schon wieder ein neues Baby bekommt. Aber ich glaube mal nicht, dass sie noch eins bekommt. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass sie einen Junge bekommen hat. Oder war es doch ein Mädchen? Es war, glaube ich, ein Mädchen. Danach kriegt sie einen Junge. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht richtig und deswegen fahre ich jetzt einfach mal nach oben zu meinem Haus. Ja, sie wird dann schon kommen und klingeln. Ach nein, jetzt bin ich hier stecken geblieben. So, fahre ich zurück nochmal. Und jetzt geht's schnell nach Hause. Zu. Und jetzt hier rein. Die Tür ist ja noch geschlossen. So, jetzt ist die Tür offen, jetzt kann ich rein. Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder aufstehe. Immer knall ich an die Tür und bleib hängen. Was ist denn los? Ich glaube, ich muss mal atmen. Das ist in letzter Zeit. Naja. Auf jeden Fall Toilette und wasche mir die Hände. So. So, checke ich mal kurz mein Handy durch. Ups, warum bin ich denn hier reingelaufen? Na egal. So, meine Nachrichten checken. Warte, ich habe gerade gar keinen Empfang. Vielleicht die. Ach, ich glaube, ich habe oben am besten WLAN. Ja. Das Resortzimmer. Habe ich am besten WLAN. Ah, jetzt geht es wieder. Jetzt kann ich wieder. So, checke ich meine Nachrichten durch. So lange lege ich mich. Jetzt. So. Dring, 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 dring.
Ja, hallo, was ist denn? Hier ist die Frau vom Krankenhaus. Ich wollte sagen, dass ihre Tochter im Krankenhaus ist. Sie wird ein Baby erwarten. Ein Baby? Ja, dann komme ich sofort vorbei. Ja, beeilen Sie sich am besten. Bis. So, jetzt muss ich schnell nach zum Krankenhaus fahren. Kind, ich bin so schnell gekommen, wie es geht. Ist alles gut mit dir? Dieses Kind. Okay. So, ich habe das Kind jetzt genommen. Hast du zwei bekommen? Noch mehr. Noch mehr? Wie viele denn noch? Wie viele? Diese? Wie viele? Diese? Auf jeden Fall. Ich dann. So, und jetzt ab schnell nach Hause. Keine Angst, halt dich bloß fest. Kind, alles gut? Und jetzt geht's ab nach Hause und dann schlafen. Dann schlafen wir und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich hab dir auch. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause und dann kannst du ins Bett. Kind! Steh auf! Steh auf! Oh, jetzt hat dieser Junge von ihr. Ich muss da hinterher. Der Freund hat sie abgeholt. Ich glaube, die haben sich abgesprochen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß noch, ein Abo und ein Like da. Ciao!